Ja, so wie es aussieht, haben wir tatsächlich Ton. Schön. Und das beim ersten Versuch. Irgendwie kann ich es ja noch nicht ganz glauben, aber ich fange ja mal an zu zählen. Ja, erzählen. Ganz ruhig. Okay, ich fange dann also mal an zu erzählen. In diesem Video soll es um Selbstheilung gehen. Dieses Thema wurde von einer lieben Freundin von mir angeregt, die ich auf diesem Wege nochmal ganz lieb grüßen möchte. Wir nennen selbstverständlich keine Namen mehr, ist klar. Und zwar Selbstheilung, habt ihr bestimmt alle schon von gehört, irgendwelche Leute, die denn ganz plötzlich von irgendwelchen schweren Krankheiten genesen und niemand weiß, wieso es geht, aber eine Tatsache ist, die Symptome und so weiter und so fort, die Krankheit war weg. Das reicht also von Leuten, die auf irgendwelche Waldfahrten gehen und so und dann da irgendwie gesund zurückkehren, bis dazu, dass irgendwelche alten Damen, denen, was weiß ich, gerade eine schwere Krebsdiagnose um die Ohren gehauen wurde, die dann jeden Tag sich 20 Minuten in den Sessel sitzen und sich vorstellen, wie die weißen Blutkörperchen die Krebszellen zerstören. Und es hat auch irgendwie funktioniert. Die meisten Schulwissenschaftler und Schulmediziner winken ab und sagen, ah, das sind dann irgendwelche spontanen Selbstheilungen oder Zufälle und murmeln sich da fest, weil, naja, sie können es nicht verneinen, aber erklären können sie es auch nicht, also spricht man am besten nicht weiter drüber. Na gut, und das ist jetzt auch schon der Einstieg auf dieses Thema oder in dieses Thema vielmehr, weil es nämlich am allerwichtigsten ist, dass man eine innere Bereitschaft dazu hat. Man muss also erkennen und akzeptieren, dass diese Selbstheilungen oder Selbstheilung tatsächlich nicht nur möglich ist, sondern im Großen und Ganzen eigentlich sogar vorgesehen ist bei der Konstruktion von unseren fleischlichen Anzügen hier, mit denen wir hier auf dieser Erde rumwandern. Das hört sich jetzt alles ein bisschen geschwollen an. Im Großen und Ganzen bedeutet das, wenn du nicht dran glaubst und sagst, ah, das ist alles Blödsinn, dann wird es in 90% der Fälle auch nicht klappen. Wenn du aber meinst, ja, wenn das so und so gemacht wird und die Leute haben das auch so gemacht und es hat geklappt und ich bin ganz, ganz sicher, wenn ich das versuche, dann wird es bei mir auch funktionieren. Sturm draußen. Na, macht nichts. Ist hier normal. Dann wird es auch klappen. Natürlich nicht so mit dem Fingerschnippen und von einem Augenblick zum anderen. Und auch das soll schon passiert sein. Aber bei den Techniken, die ich hier beschreiben möchte, dauert es etwas länger und es braucht dann auch mehrere Sitzungen dazu. Fangen wir an mit einer Methode, von der ihr bestimmt schon gehört habt, die nennt sich Reiki. Ja, Reiki ist im Großen und Ganzen auch die Nutzung eben jener Kräfte, die, was weiß ich, woher kommen, nennen wir sie ruhig die universellen Kräfte oder die göttlichen Kräfte oder die kosmischen Heilkräfte oder wie man immer auch sie auch nennen will. Aber sie existieren. Und dann kann ich gleich noch eine weitere Zugabe einstreuen. Ne? Es ist nicht unwichtig, dass man diese Kräfte irgendwie benennt. Denn wenn man etwas einen Namen gibt, holt man es dadurch in die Realität. Genauso ist es bei einigen Namen verboten, sie zu nennen, oder zumindest wird stark davon abgeraten, eben um sie nicht in die Realität dieser unserer Ebene zu holen. Gut, zurück zu Reiki. Reiki ist praktisch die Lenkung jene kosmischen Heilkräfte durch einen Mittelsmann zum Patienten oder eben auch auf sich selbst. Es geht groß und ganzen darum, dass man diese Kräfte praktisch lenkt, indem man die Hand auflegt oder mit dem Finger deutet. Es gibt auch Fernreiki, aber das ist, sage ich jetzt mal, mehr was für Fortgeschrittene. Also Leute, für die das wirklich schon selbstverständlich ist, die können sowas nicht nur anwenden, sondern die können eben das auch empfangen. Und das auch mit beeindruckenden Ergebnissen. Dafür gibt es extrem viele Bücher und ganz viele Leute haben da auch schon
tolle Geschichten zu erzählen. Also wenn ihr euch dafür wirklich interessiert, lest euch das mal ruhig drauf. Das ist interessant. Ich persönlich wende am häufigsten folgende Methode an. Und ich habe da auch guten Grund dazu. Ich bin körperlich ziemlich angeschlagen durch die ganzen alten Verletzungen und Verwundungen und was weiß ich, Brüche und Prellungen und Stiche und Anschüsse und was ich nicht alles hatte. Jedenfalls ich lege mich dazu ganz bequem hin und entspanne mich. Und dann sage ich laut, ich möchte bitte mit der göttlichen Heilkraft verbunden werden. Und dann kann ich merken, noch während ich diesen Satz ausspreche, merke ich, wie die Kraft anfängt zu strahlen. Das ist fast so, als wenn man vor einer alten Höhlensonne sitzt, so ein Infrarotscheinwerfer, und dann die Wärme spürt, sobald er eingeschaltet wird. Was ich dabei spüre, ist zwar keine Wärme, aber ich spüre ganz klar die Energie, die anfängt zu strahlen. Dann bedanke ich mich, und das ist auch ganz, ganz wichtig, sich zu bedanken. Das ist ein wichtiger Teil des Prozesses der Akzeptanz dieser Dinge als Realität. Das war jetzt ein schwerer Satz, ne? Wiederhol mal. Jedenfalls sage ich dann weiter, ich möchte bitte, dass du dich beispielsweise um meine Kniegelenke kümmerst. Und dann kann ich auch direkt fühlen, wie die Kraft sich eben auf die Kniegelenke fokussiert. Und dann, je nachdem, wie lange man sich konzentrieren kann, 5 Minuten, 10 Minuten, das sollte auch schon genug sein für eine Sitzung, dann bedanke ich mich nochmals. Und dann stehe ich auf und mache in meinem Tagewerk weiter. Und das mache ich dann praktisch jeden Tag. Und meistens so nach so 2, 3, 4 Tagen kann ich auch schon wieder laufen, ohne zu humpeln. Oder zumindest ohne doll zu humpeln. Eine zweite Methode, die auf dieser ersten aufbaut, ist eben, dass man das betroffene Körperteil sich wirklich imaginiert, also vorstellt, wie man es aus seinem Körper rausnimmt. Ich nehme jetzt mal einfach nur für die Erklärung, nehme ich jetzt mal die Leber. Ja, man setzt sich also hin, verbindet sich auch wieder mit der Heilkraft, mit der kosmischen, mit der göttlichen, mit der universellen, was euch am liebsten ist. Und dann nimmt man halt die Leber raus und hält die Leber, man muss sie wirklich vor sich sehen, in den Strahl jener Heilenergie hinein. Und ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel eine spezielle Diagnose vorliegen hat, dann kann man sich natürlich auch informieren, wie sieht sowas aus. Was fällt mir da ein? Eine Fettleber, nehmen wir mal eine Fettleber. Da ist dann irgendwie Fett um das Organ drum, da gibt es Bilder. Und dann guckt man sich so ein Bild an, stellt sich die Fettleber auf den Händen vor, wie sie da so liegt, und im Strahl der Heilenergie langsam aber sicher das Fett verschwindet. Das geht nicht mehr auf einen Schlag, sondern das geht praktisch Zelle für Zelle. Und man muss das eben auch dementsprechend oft machen. Aber es geht tatsächlich. Und zwar je schneller und desto besser, je deutlicher ihr euch das vorstellen könnt. Eben wenn ihr merkt, dass eure Konzentration nachlässt, dann setzt ihr das Organ wieder ein, bedankt euch wiederum und geht dann wieder zu eurem Tagewerk über. Und das macht ihr eben auch jeden Tag ein oder zweimal, je nachdem, wie ihr euch so fühlt, wie ihr euch konzentrieren könnt, wie es euch gerade einfällt, wie es euch richtig erscheint, wie es euch gut vorkommt. Eine dritte Methode ist dann wiederum, sich in eine Meditation zu begeben und dann praktisch in sich selbst hineinzugehen, um die Prozesse im Körper sozusagen mit eigenen geistigen Augen zu verfolgen. Dazu empfehle ich dann eine geführte Meditation, wie sie zum Beispiel hier auch in meinem Kanal zu finden ist. Ich glaube, das ist geführte Meditation zur Reparatur von DNA-Defekten. Das Ende ist ein bisschen abrupt, weil ich auf die falsche Taste gedrückt habe, aber wenn ihr mal eine Idee bekommen wollt, wie sich sowas anhört, dann könnt ihr da mal reinklicken. Ich glaube, auf dem Thumbnail ist der Trackball hier zu sehen. Ja, dazu gibt es natürlich noch die entsprechenden unterstützenden Maßnahmen, wie zum Beispiel gesundes Essen, Sport, frische Luft,
Atemtechniken. Zu Atemtechniken werde ich auch noch mal ein eigenes Video machen. Jetzt noch mal zu dem Bild hier, das da hinter mir an der Wand ist. Dazu bin ich ein paar Mal schon gefragt worden, weil das da plötzlich aufhing. Das ist ein Bild, das habe ich mal gemalt in einer langen Nacht mit viel Wein und viel THC. Das war 1986, steht unten dran. Und das ist eine Reproduktion eines Bildes, eine Illustration. Das ist die Vorlage dafür gewesen. Das ist aus Tausend und einer Nacht, die schöne Schummerlotten, das ist eine Sklavin. Und die Sklavin ist eben hier auf diesem Sklavenmarkt dargestellt. Und ich habe gerade dieses Bild genommen, weil zu diesem Bild eine ganz bestimmte Geschichte gehört. Die Schummerlot gibt nämlich jemanden, der ihr gefällt, das Geld, damit er sie kaufen kann. Ist das cool oder was? Deswegen habe ich das Bild genommen, weil mir die Geschichte dazu so gut gefiel. Okay, und das war's eigentlich auch schon. Wenn ihr euch noch irgendwie für irgendwas unklar seid oder sonst wie was, schreibt es in die Kommentare. Irgendwann wird es auch auftauchen. Ich zensiere also die Kommentare nicht oder hau schlechte weg oder sonst wie was, weil, naja, die Mühe mache ich mir ganz einfach nicht. Und auch wenn jemand anderer Meinung ist oder das Scheiße findet, soll er ruhig hinschreiben, kann ich mit leben. Wenn eure Kommentare da also nicht erscheinen, denn das ist das nicht meine Schuld, oder wenn sie erstmal nicht erscheinen, ich kümmere mich da weiter nicht drum. Also, und wenn irgendwie was Spezielles vorliegt, dann schreibt mir ruhig. Wenn mir erlaubt ist, in euren Lebensentwurf einzugreifen, dann bin ich auch gern bereit, für euch eine geführte Meditation aufzunehmen oder sowas. Ja? Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch noch was.